Und seit dieser Woche wissen wir, die Grenzen zu Deutschland und der Schweiz sind ab Mitte Juni wieder geöffnet. Mindestens genauso spannend wäre es aber zu wissen, wie sieht es jetzt mit einem Urlaub am Meer aus? Wird das möglich sein? Da gehen ja die Expertenmeinungen auseinander. Ein Salzburger betreibt in Kroatien 2 Hotels. Im Schnitt kommen 8 von 10 Gäste aus Österreich. Und wenn die Grenzen zu Kroatien im Sommer nicht öffnen, dann ist er womöglich bald pleite. Wilfried Holleis freut sich, wenn er sein Hotel hier in Zell am See in 2 Wochen endlich wieder aufsperren darf. Zumindest für österreichische Gäste. In einem Monat kann er dann auch die ersten Urlauber aus Deutschland begrüßen, wenn die Grenzen zwischen den beiden Ländern wieder offen sind. Trotzdem muss er weiterhin bangen. So lange noch, bis Österreich auch die Grenzen in Richtung Süden öffnet. Denn Wilfried Holleis betreibt auch in Kroatien 2 Hotels und seine mit Abstand wichtigsten Gäste dort kommen aus Österreich. Die Österreicher sind traditionell eine der wichtigsten Ausländergruppen in Kroatien und für uns umso mehr, weil wir von unseren 100.000 Nächtigungen 80% Österreicher haben. Und die buchen auch schon fleißig. Eines seiner beiden Hotels in Kroatien ist im September schon komplett voll. Können die österreichischen Gäste aber dann womöglich nicht anreisen, wäre das für Wilfried Holleis eine Katastrophe. Ein Hotel hat ja sehr hohe Fixkosten, das heißt, das sind Kosten, die bei einem Gast und bei 100 gleich hoch sind. Und deshalb würde ich sagen, dass unter 50% Auslastung ein Hotel wenig Chancen hat. Die große Gefahr dabei, trotz guter Buchungslage, bis eine Woche vor Urlaubsantritt trägt der Hotelier das volle Risiko. Seine Gäste können bis dahin gratis stornieren. Umso wichtiger für Wilfried Holleis und seine Kollegen, dass nach Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein möglichst rasch auch die Grenzen zu den südlichen Nachbarländern geöffnet werden. Vor allem auch, weil gerade Slowenien und Kroatien die Infektionen ähnlich gut in den Griff bekommen haben wie Österreich. So gibt es in Slowenien gestern eine einzige Neuinfektion. In Kroatien sind es 8. Virologe Norbert Nowotny gibt deshalb Entwarnung. Für ihn wäre ein Urlaub in Kroatien jederzeit möglich und keine Gefahr mehr. Es ist auch so, dass die Zahl der an Covid-19 Gestorbenen sehr niedrig ist. Slowenien hat genauso viel getestet pro 1000 Einwohner wie Österreich und hat wahrscheinlich sogar noch niedrigere Zahlen als Österreich. Das heißt, es sieht bezüglich Slowenien genauso gut aus wie in Österreich. Aus virologischer Sicht spricht nichts gegen einen Urlaub in Slowenien oder Kroatien. Ganz ähnlich ist die Situation in Griechenland, ebenfalls eines der Lieblingsziele der Österreicher. Auch hier steht einem Urlaub aus virologischer Sicht nichts im Wege, so Norbert Nowotny. Doch sogar Italien und Spanien, die Corona-Pandemie besonders schwer getroffen hat, sind für Sommerurlauber noch nicht verloren. Ich denke, dass auch in Italien und Spanien die Situation bis zum Beginn der Urlaubssaison, also bis Juli, definitiv wesentlich besser aussehen wird. Ich denke, dass ein Urlaub in Italien oder Spanien im Juli oder August auch möglich sein sollte. Hoteliers wie Wilfried Holleis befürchten, einige EU-Länder könnten versuchen, die eigene Bevölkerung so lange wie möglich an Auslandsreisen zu hindern, gleichzeitig aber ihre Grenzen zu jenen Ländern öffnen, aus denen sie sich selbst zahlungskräftige Touristen erhoffen. Ja, das schaut jetzt so aus, als würde so ein Art St. Florians Prinzip gelten. Wir bleiben zu Hause, aber die anderen fahren doch oder kommen dann zu uns. So wird es nicht funktionieren. Dass Deutschland doch noch grünes Licht für Urlaub in Österreich gegeben hat, ein positives Signal. Jetzt muss allerdings auch Österreich folgen, fordert der Hotelier, damit Österreicher die Chance auf ihren Urlaub am Meer haben, zumindest dort, wo niedrige Infektionszahlen das zulassen. Denn die Gefahr für Österreicher, sich an der kroatischen Adria mit dem Coronavirus anzustecken, ist derzeit ähnlich gering wie die Gefahr für deutsche Urlauber, sich hier in Zell am See zu infizieren.